So, wir starten rein in die Piste Round. Wir sehen Sprout auf der T-Side, Red Reserve auf der City-Side. Dreimal Mitterhold, dafür lang offen gelassen, zwei auf B und Draken schnappt sich Faven. Speedy flasht Mitte raus, damit sie unten rauspushen können. Draken bekannt, Disco Doppler in der Seite und dann ist in dem ersten Trade. Wichtiger Trade. Mit to Beastmore kommt Draken an Prefire, trifft keinen Shot mehr, oben Screen mit der USP. Speedy auf 40, Krux auf 17. Eigentlich guter Schaden. Stream schafft's nicht mehr gegen Sears und trotzdem bleibt's bei der einmal Unterzahl für Sprout. Mirbit, Sears on, no, schön gedoppelt und Krux mit seinen 17 AP, keine Chance mehr. Sprout erfolgreich, 1-0 Führung. Zuerst mit der Scout, direkt der erste Anschuss. Disco Doppeln auf 50. Dafür kann Draken durch die Tür traden. Und es ist erstmal eine klitzekleine Überzahl für Red Reserve in der Pistol Eco mit dieser einen Scout bei Draken. Mirbit schön oben Tunnels abgeaimt. Da ist Scream ein bisschen zu offensiv gepusht. Und Faven hat immer noch das Scope in der Mitte unten, weiß also, dass da immer noch Draken mit der Scout wartet. Faven mit gar nicht mal schlechtem Schaden. Draken 35, Disco Doppeln auf 3, ebenfalls angeschossen. Den schnappt sich Faven noch irgendwie, Dennis übers Auto. Das ist jetzt eine einmal Überzahl für Sprout. Bombe rübergeworfen, hat Draken nicht gespottet. HS versucht es oben über die Mitte, über den T-Spawn. Vielleicht hat die Scout von Searson zu recovern. Ja, und sie könnten sich eine Scout und eben die Galil sichern. Genau das ist der Plan von Red Reserve. Aus der Pistol Eco so viel mitnehmen wie nur möglich. Sprout mit einer erfolgreichen zweiten Folgerunde. Nur dann eben kann Red Reserve jetzt reinkaufen. Erste Baron, Red Reserve, mit der gesicherten Gelegenheit, mit der gesicherten Scout, plus 3 M4s, Sprout mit Doppel-AK, Scout und Doppel-SMG, Draken, wieder der Versuch in Richtung T-Spawn, das Searson irgendwie mit dem Headshot rauszunehmen, das geht erstmal nicht auf. Sprout lang mit der wichtigen Kontrolle, hat man bei den Schweden nur defensiv gehalten. Und klar, Mirbit, Dennis, die beiden sollen die Entries ziehen. Erste CT Crossmo kommt. Oh, Draken verschießt erneut. HS hinten mit der Galil on spot. Bislang nicht viel gespottet. Gibt hohe Flashes rein. Molotovs Richtung Spot. HS blind. Und Sprout pusht erfolgreich Richtung Spot. Draken im CT, endlich dem Auto ab, versucht damit der Scout weiter Schaden rauszuhauen. Speedy auf 30, Dennis ist down und die erste AK droppt. Dann kommt Searson. Mitte unten bei der M4s, Disco Doppel und Scream. Die sollten hier keine Chance bekommen, gehen die Waffen sichern auf dem B-Spot. Die wird auf Sprout erstmal nicht handeln, denn da gibt es nicht wirklich viele Reserven. Wir sehen 2,5 bei Speedy, 2000 bei Searson. Also die brauchen alles, was sie mitnehmen können in die nächste Runde. Oh,
Genau, Scream fällt noch raus. Faven macht das stark aus Tunnels. Und das ist wenigstens mal eine von zwei M4s noch rausgenommen. Und das natürlich ist dann bei Red Reserve ein erheblicher Nachteil. Man hat zwar ein bisschen Geld mehr auf der Bank, mit 5000 bei Jazz, 3000 bei Scream, und die werden auch investiert in eine Doppel-M4, in eine Scout, Syrson wieder in der Mitte, weiß, riskiert das nochmal gegen Draken, ist die Frage. Nur Draken bekommt zuerst den Unhit. Hey, Jazz geboostet auf Short, Faven mit einem guten Auge, die wissen, da steht noch einer. Die Granate, die kann Disco Doppen erstmal dodgen, wenn die erste M4 schon raus ist. Ja, und die kann Red Reserve aktuell nur temporär sichern. Schmeißt er Richtung City zurück. Rux, Dennis auf lang, schön gedoppelt, Mitte unten mit den AK-Karten für Long Distance. Und nur noch Draken. Und Red Reserve scheint hier gerade in der Anfangsphase von Dust 2 durchaus Probleme zu haben gegen Sprouts. Nein, wir haben ein 7:1 bei Faven, 4 Frags bei Syrson, 3 bei Mirbit, 0 bei Speedy. Aber gerade mal 4 bei Draken, der Rest mit ebenfalls 0 oder 1 Red Reserve, gibt jetzt erstmal die Doppel-AWP. Und die könnte vielleicht ein bisschen was raushauen. Speedy ebenfalls mit der Scout kurz reingeschaut, Syrson hat die AWP. Und die benutzt natürlich nicht in der Mitte, sondern auf Alang gegen Grux. Gibt nochmal Flashes raus, Auto steht, Spot steht. In der einmal Überzahl für Sprout. Na, sie wissen, Draken am Auto. Nächster hoher Flash rein, die saß nicht, Syrson ist down, Instant Molotov abgebrannt. Oh, die können keinen Schaden mehr gegen Draken ausrichten, außer mit normalen Granaten. Na, nächster Molotov im Anschlag. Faven hätte noch eine normale Granate in der Hand, Draken hinten an der Smoke-Kante und da muss Plot aufpassen jetzt. Sie laufen nämlich Gefahr auf lang, einfach denied zu werden. Wir müssen Draken da irgendwie wegbekommen. Jetzt, Dennis, nächster Headshot. Überzahl wiederhergestellt. Granate kommt, macht keinen Schaden. Dafür ist Spot noch viel zu weit hinten weg. Pusht jetzt rein Richtung A-Spot. Smoke kommt Richtung City. Cross on Spot steht. Scream defensiv in der ersten Box mit der MPS. Sieht ein, sieht selber. Speedy ist schneller. Und Disco Doppeln. Wieder eine 1 gegen 2 Unterzahl. Switch von der AWP auf die M4. Hat nur eine Granate, eine Flash, aber kein Kit in der Hand. Guckt Richtung Spot, hofft da vielleicht irgendwas zu sehen. Der erste Nate kommt. Oh, Speedy, schön rausgeforst. Und was macht Dennis? Am Auto steht er, aber auf die Long Distance deutlich erfolgreicher als die M4. Führung Sprouts. Bislang flawless gegen die Schweden von Red Reserve. Und die haben nochmal eine Pistol Eco. 5 Deagles zu McKevlar, zu Flashes. Dennis auf lang. Oh, muss aufpassen, dass er keinen Headshot kassiert. Hast du den Molotov Klaus geworfen, wird gepusht. Und Red Reserve mit dem 5-Mann-Langstack. Sie bleiben alle auf dem A-Spot stehen. Und Sprout, wenn sie wüssten, dass B frei ist, hätte man hier schon seit locker 10 Sekunden Bombe legen können. Natürlich will ich natürlich kein Risiko eingehen. Möchte nicht, dass man da einfach AKs an der Reserve freiwillig herschenkt. Derweil pusht jetzt für Reserve über kurz. Syrson hält so ein bisschen den Offensiv-Move. Falls sie offensiv gehen sollten, sieht einen, sieht zwei. Syrson den Kopf links gespottet. Na, da muss er aufpassen, noch lang pusht mit Dennis, hält hinten lang sauber, genauso wie Syrson Short. Und es ist nur noch Grux und er hofft irgendwie auf den Deagle-Headshot. Grux, Kevlar, AK, Flash. Und die Frage natürlich, ob Sprout die AK noch handeln geht, denn eine AK bei Red Reserve oder gerade bei Scream wäre schon ein sehr, sehr hohes Risiko. Und sie haben Geld. Ah, 6000 Reserve auf der Bank bei Faven und Speedy. Und Grux weiß, dass sie über lange über den A-Spot kommen. Long Distance. Oh, der Faven ist raus mit der LVB One Shot. Und hätte sich fast auch noch mehr mitgeschnappt.
6-0 Advantage. Das muss man gerade gegen ein Red Reserve erstmal hinbekommen. Erneut Doppel-AWP und diesmal hat Draken auf Lang den deutlich besseren Spawn und holt zum ersten Mal die Überzahl raus. Dennis, Fulp nachzusetzen, brennt runter auf 60 HP. Edges, ein bisschen zu langsam, aber auch hier erstmal Defensive-Smog rein und das Ganze möglichst langsam anspielen. Disco doppeln, offensiv, Upper Tunnels, da muss man unten aufpassen mit Mirbit, dass er nicht ein schlechtes Timing bekommt. Scream auch eher offensiv, von Mirbit hat keine Ahnung. Sie haben die zweite Überzahl rausgespielt. Warum also weiter offensiv bleiben? Einfach defensiv zur Richtung Spawn, einfach defensiv das Ganze sicher runterspielen. Und Sprout muss sich jetzt anstrengen. Searson! Oh, verschießt! Scream blind, wenigstens der Trade ist instant da von Speedy. Nur HS im CT ist ebenfalls bekannt, genauso wie oben die AWP auf dem Spot. Und das sind zwei schnelle Trades für Sprout. Dennis bleibt im CT sitzen. HS closed mit der M4 links hinten dran. Steht Draken mit der AWP und auch Grux. Oh, der Doppelboost! Aber Draken schnappt sich den AWP-Shot. Speedy, Bombe geplant, in den 1 gegen 2 mit der AWP. Peak nochmal, unten in Richtung City, Richtung Kante! Und dann ist es wieder Draken. Richtig starke, schnelle AWP-Shots von Draken. Er hatte Glück gehabt, dass er noch den Shot irgendwie auf die Close Distance gegen Dennis bekommen hat. Dann wäre der Shot nicht gefallen, wäre die Runde sicher in den Händen von Sprout gewesen. Searson. Und der erste temporäre Erfolg. HS und Pit dürfte bekannt sein. Oh, Mirbit pusht lang durch, aber Grux schaut da gerade noch rechtzeitig rechts an die Wand rein. Und Sprout bekommt erstmal keinen Vorteil auf lang. Dennis hofft lang auf einen Trade. Aber da hagelt es nochmal eine Smoke und eine Flash. Kostet also wichtige Sekunden im Alpha-Spiel von Sprout. Und Scream, oh, wieder Scream, offensiv Tunnels gepusht. Und wenn Sprout das mitbekommt, müssten sie einfach nur Tunnels abaimen und darauf warten, bis Scream oder Disco Doppeln offensiv pushen. Und das kann Red Reserve sowas von das Genick brechen. Faven auf kurz. Sprout mit dem eventuellen A-Split. Draken verrät sich. Er macht zur zweit auf dem Spot drauf. Er und HS schaut Richtung Short und da steht immer noch Faven! Einmal Unterzahl mit dem ersten schnellen Trade. Oh, Draken springt unglücklich und von HS bekannt. 70 HP auch. Er ist raus. Süß und mit beiden AWP-Fracks. Und jetzt liegt es an Scream und Disco Doppel. Und Scream pusht schon hinten vom T-Spawn Richtung Double Dost lang. Na? Schließt sich lieber um. Und wieder könnte man bei Red Reserve versuchen, die Waffen durchzubringen. Sie haben nämlich kein Kit. Tauscht AWP und M4S. Man will es trotzdem versuchen, nichts unversucht lassen. Richtung Spotshot, mal Richtung Headshot-Rampe. Man hat eine erste Info. Speedy springt nochmal, sieht einen. Den Kopf Searson wieder mit der AWP. Dann ist es hinten Dennis, der schon Backstep. Und er weiß Bescheid, dass der Scream steht. Und lässt ihnen keine Chance. Keine Anschlussrunde, Red Reserve, Sprout denied erfolgreich den zweiten Anschluss und setzt sich wieder mit 6 Zehnern erfolgreich ab und zwingt Red Reserve in die nächste Pistol Eco Round. Wieder eine Scout für Draken, die man investiert hat, Mitte offensiv gepusht, aber da fliegen sie alle nacheinander raus. Wenigstens zwei Headshots für Draken. Nur dann ist wieder Schluss, der Dennis pusht einfach offensiv Mitte raus. Und es ist eine sichere Halbzeitführung für Sprout. Red Reserve muss aufpassen, denn wenn die erste Hälfte so weitergeht, könnte man hier durchaus noch mit einem 14-1 rechnen für Sprout. Und das wäre der Worst Case. Searson
Ersten Todesklang kurz abgeaint, falls man wieder offensiv pusht, wie mit einer ersten Flash, dem ersten Molotow. Da stehen sie jetzt schon close oben an der Stairs drauf. Faven! Oh, wunderschön mit lang auf Dennis! Und wir die Übersache rausgespielt. Wieder den Vorteil. M4 Disco Doppeln, UMP Scream. Und Mitte oben. Oh, muss man erstmal recovern. Die hat man nicht in der Hand gehabt. Versucht Richtung kurz durch die Smoke. Speedy schafft's nicht. Aber zum Glück steht Dennis close. Sieht auch noch Disco Doppeln stehen. Und dann gibt's den Headshot durch die Boxkante. Tja, da muss Pibbit nicht einmal die Bombe vom T-Spawn Richtung A-Spot tragen. Red Wizard scheint gerade gegen Sprout auf der T-Side machtlos zu sein. Die haben nichts zu melden. Sei es ein Drake mit der AWP, sei es die Rifles von Scream, von Disco Doppeln. Kein Impact. Und Sprout pusht einfach schnell auf B drauf. Mit Flashes, mit Granaten. Tür steht, Spot steht. Dennis, Faven, Speedy. Erster, zweiter Entry. Der dritte, den sitzt man auch noch hinten ganz schnell hinterher. Und das sind Grooks und HS. Ein einzigen 5. Ah, von die Chance, zumindest ein bisschen Geld zu machen mit der MAC-10. Da einfach Close Distance rein zu pushen. Reicht nicht mehr ganz mit 7 HP. Aber mehr ist halt eben eigentlich auch nicht drin. Denn das weiß man. Das HS Low HP ist. Nächste Barons und die muss sitzen. Irgendwann muss Red Reserve aufwachen. Vielleicht jetzt auf lang. Dennis blind mit gutem Damage gegen HS. In der Smoke Grenade unten rein. Granate kommt ein bisschen zu spät. Und Disco Doppeln schnappt sich beide Frags auf lang. Faven raus. Dennis raus. Mirbit in der Mitte. Vier Mann bei Red Reserve auf den A-Spot. Und wieder könnte Sprout ganz easy in Richtung B committen. Disco Doppeln im Sprung mit CT, während es mir natürlich da ein bisschen aufpassen muss, dass nicht wieder Tunnels nachpusht. Dass man auf dem Baseball nicht wieder offensiv in Richtung T-Spawn unterwegs ist. Mitte gehalten, B gehalten, kurz oben der Kante und zu zweit auf lang. Sprout mit etwas mehr als 50 Sekunden auf der Uhr haben noch immer 3 Molotovs, 2 Flashes, 3 Smokes in der Hand. Disco Doppeln, Smog Mitte nach. Oh, schlechtes Timing. Aber hat Glück, da noch irgendwie davon zu kommen. Mit Bad Luck. Speedy. Sirson. Man teilt sich auf. Richtung lang, Richtung short. Hofft noch auf den A-Split. Und da steht auf lang immer noch Grooks. On-Spot HS im CT Draken. Nur der Schaden gegen HS und Disco Doppeln ist gar nicht mal so schlecht. Grook schnappt sich Sirson. Speedy muss delivern. Erster Entry gegen HS war sicher. Der war schnell. Unten die AWP nimmt er nicht mehr raus. Aber er weiß, die Bombe muss er liegen. Wenigstens den Geldbonus mitnehmen. Und wenn sich immer noch 7000 Dollar vorbei kam. Oh, die AK ist leer von Grooks. Und er switcht da gerade noch rechtzeitig auf die USP. Uiuiui. Ich glaube, da hat er kurz ein bisschen Panik gehabt. Nur der Loser-Bonus, der ist jetzt erstmal weg. Perfekte Zeit also für Sprout, die Economy von Red Reserve wieder zu brechen. Sirson Mitte mit der AWP, auch Draken steht dahinter, der Smoke wird erstmal nicht geprefired. Schaut Richtung Palme, oh, trifft den Shot nicht, immer noch Draken in Richtung Mitte, verschießt zum zweiten Mal und das ist eigentlich eher untypisch für Draken. Denn wenn er gut drauf ist mit der AWP, trifft er jeden einzelnen Shot. Sirson aimt Mitte nach. Scream oben vor B auf dem Gestell. HSMCT. Und er wartet. Sirson Mitte ab. Jawohl. HS rausgenommen. Keinen Anschuss bekommen. 2B, 2A. Scream, Draken, Tür, Window. Gibt die Mitte B Cross Smokes. Aber Sprout möchte Mitte erst von der Runde deck bleiben.
Discord Outplan hätte ich selbst auf kurz. Drei, vielleicht vier Mann durchgehen. Bekommt die Granaten mit, wird unten aus dem CT gepriefe, denn es mit einem schönen Timing. Und dann ist es nur noch Grux auf lang und da steht immer noch mir wieder ein Double Doss drin. Also er kommt lang nicht weg, Grux. Verrät sich jetzt, Mirbit. Oh, der Headshot sitzt bei Grux schneller als er will selbst. 3 gegen 3 Retake, aber eben mit 50 bei Grux, mit 16 bei Scream. Durchaus ein Risiko. Und Sursson, Probleme! Hört immer noch was scalpen. Weißt du, vielleicht oben auf der Stairs draufsteht. Nur dann kommt Sursson mit seinem WP-Skill und Speedy. Macht Draken und Grux im CT und auf Long. Und erneut die Night Sprout, die Anschlussrunde bei Red Reserve. Sursson, Mitte gesmoked, kann erstmal leider keinen Prediction Shot abgeben. Kurz, offensiv, schnell, Disco Doppeln, Doppelkill! Und hier, Dennis Saven raus, die da einfach draufgehen, ohne eine Chance auf den Trade. Die Granate kann wenigstens guten Damage traden, sodass Disco Doppeln fast One-Shot ist. Speedy, Sursson, Mirbit. Speedy auf lang. Wird nicht gedeckt. Zumindest nicht offensiv. Draken, die Mitte abgehend hat, damit ein bisschen schlechten Timing hinten. Mirbit nicht rotieren, sind über die T-Spawn. Dafür kann sich Sprout auf lang erstmal aufbauen. Hofft noch so ein bisschen, dass sich das vielleicht in der Langkante zeigt. Nochmal Richtung Double Doors reinpieken möchte. Und ihr wissen, die Runde ist elementar wichtig für Red Reserve. Deswegen darf man jetzt hier nicht bloß nicht zu viel zu offensiv riskieren und verrät sich auf lang Sprout. Und Sursson, Meter für Meter, Richtung Short, Richtung Spot schauen, mit der AWP. Könnte ich ein Verlasser gegen Grux. CT unten steht ebenfalls Draken mit der Scout und der Headshot. Ich glaube, der dröhnt bei Sursson auch die nächsten Tage noch im Kopf. Ein einzigen 5 für Mirbit kann er machen. Nur nicht, wenn es schon hinten Disco-Doppel von lang nachpusht. Und auch Sprout bekommt erstmal keine Anschlussrunde. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Speedy. Noch das Skalker vielleicht bitte ein bisschen Early Damage auszuteilen. Scream wieder auf B mit einer ersten Granate. Molotov, wenn er mit Sprout auf jeden Fall gar keinen Fall schon Richtung B committen kann. Und Sprout mit einem etwas langsameren Aufbau. Double Doors abgeaimt, genauso Mitte, genauso wie kurz, genauso wie Upper Tunnels. Und vielleicht pusht ja Scream wieder offensiv Tunnels rein. Speedy auf kurz. Kurz wird ebenfalls nur defensiv vom Spot ausgehalten. Gibt ein erster Flash rein. Draken. Diesmal ohne Scout. Ohne AWP. Und Grux auf lang. Hebt die Smoke-Kante ab. Hofft, dass sich der nächste offensiv zeigt. Irgendwann. Der hat nämlich schon eine Flash in der Hand. Könnte er nutzen, da vielleicht irgendwie rauszukommen Richtung lang. Weiter in der Fokus, Brenn ist schon in der Blue Box. Da muss Grux dann eben erstmal ein paar Meter nach rechts aimen. Draken brennt runter auf 70. Und hofft ebenfalls in Richtung Spot nach. Und Grux mit dem Erfolg schaut Richtung Spot, hilft irgendwie aus. Und dann kommt auf lang noch Mirbit, der weiß, dass er noch in der Close steht. HS gedoppelt, gesandwiched. Der kann sich gar nicht mehr wohin gucken, ob er lang oder Richtung Spot. Und es sind Disco, Doppeln und Scream. Wieder über kurz. Sursson, gutes Timing. Sieht sie beide. Man hat die Info. Man weiß Bescheid. Die 12. Runde ist eigentlich safe. Jawohl, Sursson, beide abgeholt. 12-3 Halbzeit Sprout. Also besser hätte es fast nicht laufen können. Und jeder ist da. Jeder bei Sprouts delivered. Vielleicht bis auf Mirbit, der so ein bisschen klein durchhängen hat. 17 bei Sursson, 15 Dennis, 12 Speedy, 11 Faven. Und es ist nur Draken bei Red Reserve mit 13.
Und jetzt muss ich was ändern bei Red Reserve. Die brauchen jetzt die Pistolen und ansonsten könnte das 2 ganz schnell vorbei sein. Also ein Must-Have. Draken, P250 am Teaser mit 2 Smokes, 3 Flashes, denn es pusht offensiv die Mitte nach oben durch. Und da steht auf dem Auto Grux, aber der Headshot sitzt bei Grux besser als bei Dennis. Erste Unterzahl für Sprout. Erste Möglichkeit für Red Reserve vielleicht ein bisschen den Anschluss zu finden. Lang der erste hohe Flash mit dem Pre-Fire. Sears von dem Pit mit einem, mit 2 Headshots. Grux raus, Disco-Doppler raus. Und der Jazz pusht einfach die Mitte. Gibt eine Defensiv-Flash von Speedy. Eine erste, eine zweite. Sie drehen sich um. Speedy, Faven. Oh, immerhin der direkte Trade. Währenddessen jetzt im CD-Spawn auch noch die nächste Hilfe zu mit Mirbitz. Der guckt nochmal Mitte nach. Gibt die erste mit Tobi. Cross-Smoke. Oh, schöner Schaden durch die Smoke. Beide auf 40 runter. Und das ist prekär bei Red Reserve. Die brauchen die Runde. Und sie bekommen einfach nichts hin. Pushen jetzt über kurz. 50 Sekunden. Keine Granaten, nur noch P250 und die USP in der Hand bei Scream und Draken. Searson auf lang. Mirbit defensiv CT-Spawn. Und Searson hat keine Info. Peek jetzt kurz nochmal nach. Dürfte sie durchlaufen sehen. Wichtige, wichtige Info für Sprout. Scream down. Searson sieht Draken rauslaufen und der muss abliefern. 1-3 Klatsch hinlegen. Sie pushen schon über kurz durch. Draken hat keine Ahnung. Legt jetzt die Bombe. Fängt mal kurz an. Hofft da vielleicht, dass irgendwas kurz schon offensiv geht. Und sich nehmen auch auf kurz. Draken mit 9 HP in 1-3. Und das ist over. Erfolgreiche Pistol Round bei Sprout. Natürlich gut, um schnell Richtung 15. 16. Runde zu gehen. Natürlich schlecht im Umkehrschluss für Red Reserve. Und den ersten Vorteil schnappt sich wieder Searson mit der Scout in der Mitte. Ah, sie doppelt mit dem Lower Tiles mit Doppel-P250. Dennis hat die Steps schon gehört, sieht in der Box den ersten Mann rüberspringen, gibt eine Granate rein. Oh, und die kann gut Schaden machen. Fliegt leider ein Ticken zu kurz. Der Roll bekommt einen, den zweiten fast auch noch. Den pusht das Video einfach von der Seite. Da zumindest ist es vorgehabt. 9 HP Disco Doblin, 3 HP Grux. Und Scream als Last Man Standing. Hört die Steps in Richtung lang. Guckt Richtung Mitte. Aber einfach kein Scout-Schuss. Der trifft die Glock noch im Burst-Modus gewesen. Doch hier kein Erfolg mit der Pistol Eco. Tja, Red Reserve. Do or die time. Jetzt oder nie. Scout, 4 AKs. Draken am Prefire und Red Reserve putzt einfach Richtung B raus. Faven weiß Bescheid, dreht sich um, ist blind. Sie nehmen ein bisschen Feuerschaden in Kauf und dann kommen sie. Tür, Auto, Dennis, Faven mit einem Vorteil. Den zweiten wir noch haben, die Flash kommt gut. Und es ist eine erste Überzahl, die sich Red Reserve sichern kann mit dem 4 gegen 2 gegen Farmers und SMG von Speedy und Mirbit. Und die AKs scheinen dann doch deutlich mehr Impact zu haben, als man angenommen hatte bei Sprout. Sicher 3 Stück plus eine Farmers. Und es ist der erste Erfolg für Red Reserve auf der T-Side. Wichtig, dass man jetzt wenigstens mit den Rifles so langsam in Fahrt kommt, so langsam eine Chance bekommt, vielleicht noch auf den Retake, auf den Ausgleich zu gehen, vielleicht in Richtung 14-14 sich zu spielen. Nur dafür muss natürlich noch viel, viel gemacht werden bei Red Reserve. Und erstmal geht's gegen die Force Buy von Sprout. Oh, Mirbit, offensiv erwischt worden, aber Faven ist da mit dem direkten Trade gegen Scream. Draken, Lower Tunnels, Granate Richtung kurzer Schieß, Susan, Mitte Orb. Ah, nächste hohe Flash hinterher. Speedy. Sie gehen auf den Boost hinten, versuchen Richtung Auto was zu spotten und den sieht Faven. Hey Jess, direkter Trade. Nur eine bleibende einmal unter. Damit immer noch beiden Spieler nahezu Full Life. Grux, die Bombe muss er erstmal Richtung Spot bringen. CT steht, lang pusht schon. Und sie könnten immer noch versuchen zu boosten. Hey Jess, mit Glück.
Bombe gelegt. Zeit rennt gegen Sprout. Sie haben kein Kit. Dafür noch Smoke, Molotov, Flash. Oh, Grunts mit einem! HS macht den Doppel im CT. Nimmt den Booster und den Geboosteten raus. Sichert die Orb von Sirson. Und es gibt die Anschlussrunde für Red Reserve. Also das war mal ein sehr, sehr starker Hedge gegen Auto. Red Reserve hat das zwar nicht abgeschrieben und zwingt Sprout erstmal in die Vollsparrunde. Ja, sie wissen, sie haben nur der Pistol-Eco vor sich, das heißt, könnte eigentlich relativ offensiv agieren. Und Sprout muss so viel Geld sichern wie nur möglich. Oh, Scream. Das sieht nicht wie die One-Tap-Maschine aus. To be honest. Dennis mit 30 HP auf B, 1 gegen 3. Vielleicht noch eine Chance auf eine AK. Nur die pushen eben von beiden Seiten rein, also bekommt er keine Möglichkeit mehr. Und Red Reserve verkürzt weiterhin Runde für Runde. Nachdem Sprout sich da von der Barround zur Pistol Eco zur nächsten Barround hangelt. Draken. Einfach geprefired, gibt noch eine Pistol-Eco von Sprout. Und kommt etwa bis 2, 2,5, 3000 runter. Wenigstens ein paar Pistols. Kit, Kevlar, ein paar Mates ready zu machen. Nastioson angeschossen. Dennis schon raus. Mitte pusht man durch. HS schaut Richtung CT-Spawn. Und Speedy bekommt leider kein gutes Timing. In der Mitte sind sie zurückgegangen. Lang die Deagle. Raven auf Short, Nibbit auf Lang. Sie gucken rein. Grux mit zwei wichtigen Entries. Und weder Speedy noch Nibbit sollten da eigentlich noch viel Impact bekommen. Speedy immerhin eine AK aufgenommen. Mitte noch einen zweiten Frag gesetzt. Wer weiß, CT kann was reinkommen. Kurs geht offensiv. Speedy will es einfach versuchen. Na, flext sich Richtung Spot, Richtung CT rein, schnappt sich den dritten, Speedy, mit der Chance auf das Ace und den 1 gegen X-Guts! Jawohl, der sitzt, Speedy! Huiuiui! Balls of Steel! Einfach mal, er hat nichts zu verlieren! Die hatten die nächste Runde bei Rund. Einfach mal reingegangen und alle waren rausgenommen! Tja, und so heißt es ganz schnell Map Point Sprout. Ganze 9 Stück haben sich Dennis, Speedy und Co. jetzt erarbeitet. Und es ist die letzte Chance für Red Reserve, da noch irgendetwas möglich zu machen. Wenigstens hatten sie nochmal AKs, Full Nades und die AWP für Draken. Na, Grooks in Tunnels ab, schnappt sich Dennis und Faven wieder offensiv pushen wollten. Speedy im CT weggebrannt. Ja, sie wissen, dass der B-Spot kompromittiert wurde. Lang steht Double Doors drin, Disco Doppler riskiert nochmal einen Blick rein in Richtung Double Doors. Oh, Mirbit, den Schatten gesehen. Da hat er sich gerade noch versucht zu ducken, der Disco Doppler. Mirbit. Und der Auk auf die AK geswitcht. Der Spray sitzt nicht mehr. Und klar, Red Reserve. Wenn man hier natürlich keine Waffen, also keine Reserven hat, möchte man auch so viele Waffen rausnehmen wie nur möglich. Sursa mit 20 HP, Speedy mit Full Life, Richtung Kurz, Richtung CT. Speedy raus, Sursa mit 20, schaut nochmal Richtung Kurz. HS kommt vielleicht noch close und die Zeit hilft ihm. Immer noch 8 Map Points. Oh, Draken.
Mitte durchlaufen, sehen Dennis mit der AWP Lord Tunnels gepusht. Oben drauf Faven, sieht den Sprung, sieht die AK. Und der erste Vorteil sitzt Faven mit 2. Oh, und das ist die UMP sowas von exzellent eingesetzt. Gibt der Defensivsmann von Spot in Richtung Spot. Dennis nochmal unten Lord Tunnels reingepusht. Speedy am Window schaut Richtung Spot. Die Flash ist 1A exzellent, auch wenn der Spell noch nicht sitzt. Speedy will mit rausgenommen, sind immer noch Dennis und Sürson in einem 2 gegen 2. Doppel-Orb gegen Doppel-AK. Nein, noch am Pre-Fine. Beide jetzt in Richtung Tür und man merkt, okay, es war zwar ein Versuch wert, da vielleicht was möglich zu machen, aber geschafft haben wir es nicht mehr. Von daher lassen wir zurückgehen. Hier beiden AWP sichern. Die Barons. Oh, das gibt's doch nicht. Dennis, wir versuchen es doch nochmal. Dennis macht beide! Ja moin! Und Sirson kann defusen! 1-0 Sprout!